Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute zum ersten Wettbewerbs-Gameplay mit den neuen Mods. Und so sieht mein Setup aus. Ganz links habe ich den Nomad mit Ember Guns, einfach nur als Backup. Ember Guns sind jetzt nicht mehr so knorke, sage ich mal. Dementsprechend habe ich den einfach nur mal so mit am Schattisel. Dann haben wir hier den Aegis mit einer 16er 8er Kombi Stormrex und dem Iron Geisha Skin, der auch ziemlich selten ist mittlerweile. Dann haben wir den Bastion mit Minigun 12, ganz klassisch. Den Eclipse mit den Revoker 12, die aktuell beste Kombi, die man so finden kann. Und dann hier eben einen Surge mit Stormrex 12. Wir ziehen jetzt einfach mal los und gucken, ob wir vielleicht Gegner kriegen. Ich glaube nein, denn seit ich Mods drauf habe, bekomme ich ganz, ganz selten Echtspieler. So, Runde Nummer 1. Wir haben einen Echtgegner. Es ging nämlich recht früh los. Wir haben den FJB, den Boy kenne ich. Seit die Mods raus sind, ist das so ziemlich der einzige menschliche Gegner, gegen den ich zocke. Also fast sozusagen. Manchmal spiele ich auch noch gegen den einen oder anderen Apex-Dude oder gegen Epic oder wie der Typ heißt. Gut, dem bin ich letzte Woche im FFA ein paar Mal begegnet und ein, zwei Mal im 2v2. Schauen wir mal, wie er hier so performt. Wir spielen natürlich den Eclipse mit den Revoker, wir werden angesiegert und oh, Gott sei Dank hat der Sieger nur eine Strahlenwaffe am Start, denn manchmal sind die Sieger hier auch mit Revoker unterwegs und das überlebst du in der Regel nicht. Allein schon wegen dem Damage Boost, dann haben sie noch das Implantat für den Damage Boost und sind aber auch noch gut gemoddet und dann das überlebst du nicht, den Kampf gewinnst du nicht. So, schauen wir mal, jetzt sind wir schon mal 5:1 in Führung gegangen, entweder FJB hat gequittet oder er hat hier gerade richtig Struggle was zu reißen. Was ich natürlich keinem übel nehmen kann. Und das ist übrigens auch wichtig, wie ihr gerade gesehen habt oder auch hier seht, umkreise ich den Gegner beim Schießen, wenn man getarnt ist, denn dann schießt der gegnerische Bot daneben. Also wenn ihr getarnt seid natürlich, ne? Wenn ihr nicht getarnt seid, trifft euch trotzdem. Und das gilt natürlich auch nur für Bots. Deshalb ganz wichtig beim Revoker, die Nachladezeit ist quasi der Weg, den die Harpune zurücklegt. Das heißt, je weiter ihr vom Gegner weg seid, desto höher ist die Nachladezeit und da sterben wir auch gleich. Deswegen wechsle ich jetzt mal lieber den Mech. Wir gehen mit Surge und den Stormrex los. Und schaut mal an, da ist ja auch schon der JFB, der hat also zumindest nicht gequittet. Was ich damit sagen will ist, der Revoker hat eine sehr interessante Art gespielt zu werden. Man muss allerdings ein bisschen damit warm werden. Man muss ein bisschen für sich selber rausfinden, wie man es am besten macht. Meine Faustregel ist, so nah am Gegner dran wie möglich, ohne selber Schaden zu nehmen. Bei bestimmten Waffen, wie zum Beispiel der Minigun oder so, ist das natürlich ziemlich einfach, weil sich der Turm halt nicht so schnell dreht wie eurer. Das ist ja so ein bisschen, man könnte fast sagen, so ein Debuff, den die Waffe hat oder so eine Downside. Oh weh, das ist eine Savant, ich bin nicht getarnt. Ah, oh, fuck, okay, dass ich das nicht überlebe, war klar. Ja, Savant ist auch so ein Ding, kann man im Teamplay nutzen, um die Schilde der Mechs runterzuhauen. Wenn ihr alleine losgeht, ist die Savant komplett useless geworden gegen gemoddete Bots und die erste Runde haben wir hier mit einem überragenden Vorsprung für uns bestritten. Zweite Runde gehen wir direkt wieder rein mit unserem Eclipse und den Revokern. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, die Savant ist, wenn ihr alleine losgeht, wirklich absolut useless. Einfach weil die Mods im Weg sind. Ne? Also ihr müsst erstmal die zwei, drei Magazine dafür aufopfern, um die Schilde wegzukriegen und danach ist die Waffe erst tödlich. Im Team kann man sie allerdings recht gut einsetzen, insbesondere auf offenen Maps, um eben die Schilde runterzuhauen. Eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn ihr mit Mods spielt, beziehungsweise jetzt zukünftig allgemein unterwegs seid als Team, es braucht immer ein oder zwei Leute, die ihren Hangar auf eine Art und Weise ausgebaut haben, die die Schilde runterhauen. Ne? Dass man zum Beispiel Potguns mitnimmt, die sind gut gegen Schilde. Dann natürlich die Disruptors sind auch gut gegen Schilde, machen aber auch gut Damage tatsächlich. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Die müssen die Disruptor irgendwie ein bisschen gebufft haben, weil die funktionieren besser als erwartet tatsächlich. Das haben sie ja früher nicht. Da waren die ja, wenn man sie selber gespielt hat und sie nicht von Bots gespielt wurden, relativ... Oh, das überleben wir nicht, ne? Eieieie, ouch. Genau, da waren die eben relativ schlecht dann. Ist jetzt nicht mehr so. Damit kriegt man auch gut die Schilde weg. Ansonsten bleibt natürlich... was habe ich jetzt gesagt? Botgun, genau, dann
Savant natürlich auch, klar. Gut zum Schilde wegmachen und natürlich die Minigun auch. Wobei man die auch gut zum Killen hernehmen kann. Also ich sag mal, zwei Leute sollten auf jeden Fall 2 bis 3 Mechs drin haben, die hauptsächlich darauf fokussiert sind, Schilde wegzumachen. Und 2 Mechs als Backup, wo man dann halt auch gut was wegmachen kann. Wie Revoker oder Minigun oder so. Ja, genau. So, dann schauen wir mal. Wir liegen gerade einen Kill hinten dran. Wir haben jetzt hier mal den Bastion genommen. Das ist nach dem Eclipse oder mit dem Eclipse der am besten gemoddete Mech bei mir momentan. Ja, da spielt jemand einen Guardian, okay. Den haben wir jetzt aber erstmal weg. Da ist eine Savant, die sollte uns jetzt aber hier an der Stelle erstmal nicht allzu gefährlich werden. So, gut, was haben wir noch? Ah, da haben wir noch einen Sieger. Oh, ne, die Runde ist vorbei, okay. Super, Runde Nummer 1 konnten wir schon mal für uns entscheiden. Mal gucken, wie viele Kills wir gemacht haben. Es sind teilweise halt einfach gar nicht mehr so viele. Wir haben jetzt 8 Stück mit unserem Eclipse. Sind auch First MVP, FJB ist Third MVP. 16 Kills haben wir gemacht. Okay, kann man lassen. GG an der Stelle. Runde Nummer 2. Wir haben Bots. Genau, ja. Das ist auch das, was ich erwartet habe. Denn, wie bereits gesagt, seitdem es Mods gibt und vor allem seit ich sie nutze, kriegt man kaum noch Gegner. Wenn man auf Gegner treffen will, muss man die Mods weglassen. Einfach weil die meisten Spieler sich keine Mods holen. Ich bin wirklich gespannt, wie das im Long Run, wie man so schön sagt, sich auswirken wird. Ob da die Leute irgendwann nachziehen oder ob sie tatsächlich vehement gegen die Mods sind und sich die auch großteils nicht zulegen werden, außer vielleicht die Free-to-Play erhältlichen epischen. Bin ich echt gespannt drauf und vor allem, wie dann halt Plarium drauf reagiert, wenn halt der gewünschte Erfolg der Mods ausbleibt. Die Leute sind ja extremst verärgert über die Mods, was ich auch nachvollziehen kann. Ich kann jeden verstehen, der aufhört zu zocken. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie es letztendlich dann aussieht. Also ich habe jetzt Stand momentan mit gestern und heute zusammen bei über 50 Matches 4-mal Echtgegner gehabt. Ne? Vor dem Update war es genau umgekehrt. Da hatte ich bei 50 Matches, wenn ich sie alleine gespielt habe, hatte ich da vielleicht 5 oder 4 Bot-Matches und der Rest waren alles Echtgegner. Ist mittlerweile nicht mehr drin. Ja, so. Gut, momentan 9-3 vorne, aber braucht man nicht kommentieren, ist natürlich gegen Bots. Genau, Surge, by the way, und Eclipse sind beides Mechs, die ihr nicht primär modden müsst, weil sie aufgrund ihrer Ability, wenn man sie dann richtig einsetzt, auch ohne Mods ziemlich gut funktionieren. Ihr wisst ja von den ersten Videos, die ich über die Mods gemacht habe, ich hatte nur 2 Mods auf Eclipse, nämlich nur die harte Hülle und ich glaube Blockade. Und auch diese beiden Schilde haben schon gereicht, um ordentlich Rambazamba zu machen, auch wenn die Schilde weggeschossen waren, also insbesondere der Blockadeschild. Habe ich noch einiges reißen können. Ihr seht auch hier, mein Surge ist überhaupt nicht gemoddet. Der hat gar keinen Mod drauf, aber das gleicht er halt durch seinen Stun wieder aus. Also mit den beiden Mechs kann man tatsächlich relativ gut spielen, wenn man die Mechs dann bedacht einsetzt, richtige Momente abwartet und so weiter und so fort. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Hier jetzt gerade eher weniger. Aber wir haben trotzdem die erste Runde gewonnen. Ansonsten müsst ihr, denke ich mal, sämtliche Mechs modden. Der Nomad funktioniert bedingt ohne Mods. Ich habe momentan nur die harte Hülle drauf. Das heißt, er hat halt extra Lebenspunkte über 300.000. Das wäre jetzt unter normalen Umständen natürlich krass. Oh, da haben wir einen Sieger. Da müssen wir aufpassen. Podgun, der macht auf jeden Fall mein Blockadeschild weg. So. Wenn er gedashed ist, also der Dash, der sorgt ja dafür, dass 60% des eingesteckten Damages reduziert werden. Das funktioniert. Das ist in Ordnung soweit. Kann man machen, ne? Also damit kann man noch arbeiten, sag ich mal. Da spielt man ihn dann halt aber auch mit Revoker oder halt mit Stormrack oder sogar mit Embergun, so wie ich ihn jetzt halt auch dabei habe. Geht. Ist in Ordnung. Kann man machen, aber ist halt nicht das Nonplusultra. Also da sind ein ungemoddeter Surge oder ein ungemoddeter Eclipse noch besser. Alles andere müsst ihr modden, habt ihr sonst keine Chance. Also, wobei, halt, stopp. Eine Sache vergessen. Der Blockhorn. Genau, durch den Blockhorn oder auch beim Aegis zum Beispiel, die kann man auch bedingt ungemoddet spielen, aufgrund ihrer Schutzschilde. Ne? Aber wenn da irgendwas schief läuft, wenn der Schutzschild weg ist, momentan gibt es ja auch einen Bug, wo einfach der Gegner durch den Blockhorn-Schild läuft, oder der Schild vom Aegis weggeschossen wird, was sehr, sehr schnell der Fall sein kann, eben mit Minigun oder mit Revoker, insbesondere wenn 2 Bots drauf schießen, dann seid ihr natürlich ohne Mods vollkommen im Eimer. Deswegen hier auch nur bedingt. Ne? Aber wirklich abgesehen davon alles auch. Autsch, autsch, autsch. Alles andere müsst ihr wirklich modden. Ja.
Ansonsten, was spielt man für Mechs? Also was würde ich jetzt morden von der Reihenfolge her? Also zunächst mal auf jeden Fall Eclipse. Aufgrund der Agilität und eben seiner Wendigkeit und seiner Tarnfähigkeit ist der, denke ich mal, mit am wichtigsten. Wenn man denn moddet, sage ich mal. Wenn man, ja, man kann aber auch anders modden, ne? Weil wie gesagt, den Eclipse kannst du ja theoretisch auch ohne Mods halbwegs gut zocken. Man kann seine Prioritäten dann natürlich auch anders setzen. Da reden wir jetzt aber gleich in der nächsten Runde weiter. Die haben wir jetzt erstmal gewonnen. Wir haben 9 Kills und 2 Kills sind First und Third MVP. 12 Kills insgesamt, ja. Trauriger Standard mittlerweile geworden. Ja, machen wir es nächste Runde besser. So, Runde Nummer 3 steht an und ja, auch hier haben wir wieder nur Bots und keine Echtspieler. Und wir gehen natürlich auch wieder mal, wer hätte es gedacht, los mit Eclipse. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? In der letzten Runde haben wir über die Reihenfolge des Moddens geredet. Also es ist Geschmackssache, würde ich fast schon behaupten, ne? Also es gibt viele wichtige Bots, die man modden sollte, je nachdem, wie viel man zur Verfügung hat, wie viel Budget man hat. Mir persönlich fallen direkt 15 Mechs ein, die ich modden möchte. Ich möchte auch kleinere Mechs, ich möchte eigentlich alle Mechs modden, ne, weil ich halt einfach mitbekommen habe, dass ich möchte halt den einzigen Vorteil, den die Mods haben, dass man kleinere Mechs auch wieder effektiv spielen kann, wie Tengu oder so, das möchte ich ein bisschen nutzen, ja, da möchte ich schauen. Ich experimentiere auch momentan ein bisschen damit, die ohne Mods zu spielen. Ich habe Tengu jetzt auch mal dabei gehabt, ohne Mods für ein paar Gründchen. Funktioniert natürlich eher so semi-gut, im 2v2 geht's halbwegs. Aber ansonsten halt eher weniger. Aber jetzt schauen wir mal. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Aber an sich, ich schweife ab, ist es natürlich Geschmackssache, was man zuerst moddet. Ich habe mich halt einfach erstmal auf Bastion fokussiert, weil ich erstmal einen dicken Tank haben wollte, der einiges wegstecken kann. Und da ist Bastion eben mit schon am besten geeignet für. Man könnte aber auch Aegis nehmen oder halt auch einen Vortex. Ne? Je nachdem, wie es einem halt am besten schmeckt, sage ich mal. Ansonsten würde ich halt eben anschließend doch Eclipse und eben Surge und Nomad machen. Also wie gesagt, Eclipse habe ich jetzt auch. Mein nächstes Projekt wird jetzt eben dann entweder Surge oder tatsächlich Aegis. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber einer von den beiden wird es auf jeden Fall werden. Und anschließend muss ich mal gucken. Also ich werde auch auf jeden Fall meinen Solis modden. Den will ich auch noch weiterspielen. Tatsächlich auch mit Railguns. Denn eine Sache ist mir aufgefallen nach dem Update, das Plarium gemacht hat. Die haben ja jetzt verstärkt eben epische Mods mit reingenommen. Ja, und da ist mir persönlich aufgefallen, dass ich einfach die Railgun 16 zumindest ein bisschen effektiver zocken kann. Und da ich ja auch dann im Team spielen möchte und da natürlich auch einer dabei ist, der die Schilde wegmacht, kann ich die Railgun natürlich auch nutzen. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ihr solltet auf keinen Fall jetzt irgendwie eure Piloten über den Haufen werfen, irgendwas abbauen, irgendwas umbauen, die Railgun entrüsten sozusagen, um was anderes drauf zu bauen, weil man weiß nicht, was kommt. Plarium ist momentan in so einer Phase, wo sie halt wirklich, ich meine, guck mal, ja, ist alles scheiße, ist alles kacke, weiß ich auch, aber Plarium hat etwas gemacht, das sie sonst gar nicht machen, nämlich sie haben sehr, sehr schnell auf die Kritik reagiert, was das Mod-System betrifft und haben etwas runtergeschraubt. Natürlich bei weitem noch nicht genug, das ist immer noch Müll, aber das habe ich noch nie erlebt und das bedeutet für mich, dass bei Plarium irgendwo die Alarmglocken bimmeln und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die nicht nochmal runterschrauben. Sie haben jetzt auch weiterhin Feedback von uns angefragt und auch von der Community, da sollen wir was einholen und es könnte halt theoretisch, das ist natürlich unwahrscheinlich, aber es könnte theoretisch sein, dass sie halt doch nochmal was ändern, zumindest insofern, dass man halt auch andere Waffen weiterhin spielen kann, dass halt die Lebenspunkte der Mods gedowngradet werden, ist nur eine Annahme, eine Vermutung, eine Möglichkeit, die man einfach nicht ausschließen kann, auch wenn es unwahrscheinlich ist und deswegen würde ich die Piloten tatsächlich noch gar nicht allzu sehr umrüsten. Ich würde es erstmal so lassen, wie es ist. Es sei denn, ihr habt absolut keine Piloten, die Revoker oder Minigun oder so tragen, dann würde ich halt doch ein oder zwei vielleicht umrüsten. Aber ansonsten würde ich das erstmal nicht machen. Und ihr seht hier auch gerade, wie sinnfrei die Ember Gun geworden ist. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Da reißt du gar nichts mehr mit, außer ihr habt einen guten Moment. Ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich irgendwie 4-5 Kills mit der Ember Gun gemacht habe in relativ kurzer Zeit, aber da waren die Bots halt alle schon genauso unten wie der da vorne jetzt zum Beispiel. Da funktioniert das dann natürlich, aber es ist halt mittlerweile auch dann eine reine Teamplay-Waffe, wo ihr auch drauf verlassen müsst, dass eure Teammates eben die Schilde runter machen können. So, jetzt haben wir noch 9 Sekunden für die letzte Runde, 15-9 gewinnen wir natürlich.
Aber ich hatte auch schon eine Runde gestern. Da habe ich die erste Runde gegen die Bots verloren, die zweite gewonnen und in der dritten musste ich sogar noch in die Nachspielzeit. Und das, obwohl ich 20 Kills hatte. Das war echt bitter. Ich habe die Runde zwar gewonnen, aber da dachte ich mir auch so, Alter, das kann ja nicht angehen. So, meine Freunde, das wäre es dann aber auch gewesen mit der letzten Runde. Wir sehen uns jetzt nochmal kurz im Hangar für ein Resümee. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Also es ist halt wirklich so, dass man ja einfach nicht mehr den Spielfluss hat, den man vorher hatte. Man kann recht gut mit Eclipse auf Revoker abgehen, aber sobald der zerstört ist, muss man wirklich gucken, was man macht. Man kann natürlich mit den Stormrags auch gut arbeiten und mit den Miniguns und so weiter, aber es ist halt alles sehr, sehr einseitig und es ist alles sehr, sehr langsam und es macht vor allem alles nicht so wirklich Spaß. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal meine Wettbewerbsstatistik ansehen, dann werden wir sehen, ich habe hier 51 Spiele gespielt. Ich habe tatsächlich ein Spiel verloren, war auch gegen einen Echtspieler, obwohl ich mehr Kills hatte als er. Ich hatte irgendwie 23, ich hatte 17. Egal, reden wir nicht drüber. Aber ihr könnt sehen, ich habe gerade mal 603 Kills. Das ist gar nicht. Also bei 51 Spielen bin ich normalerweise schon weit über 1000. Also vor dem Update. Also das bedeutet quasi, ihr habt einfach nicht die Möglichkeit, hier große Abschusszahlen zu erzielen. Mal 16, mal 20 Kills ist in Ordnung, aber es ist halt nicht der Standard. Der Standard liegt so bei 10 bis ja 14 Kills, würde ich sagen. Das ist so der Mittelwert. Manchmal hat man aber auch nur 7 oder 8 oder 9 und manchmal geht es halt auch ein bisschen gut in die Höhe. Ja, das war es aber auch schon wieder mit dem Gameplay für heute. Lasst mal eure Meinung dazu da. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut. Und macht sie fertig.